Romeo 1, Sie nähern sich jetzt dem Erntekomplex. Finden Sie die beiden Generatoren und schalten Sie sie aus. Schnell, damit wir den Nexus abschalten können. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 3. Okay, wir sind jetzt hier in dem Nexus und hier geht's einfach nur beschissen zu. Ich weiß gar nicht, wie warm das hier ist. Da hinten gibt es auf jeden Fall irgendwelche Karten oder irgendwie Blackboxen, glaube ich, sind es. Hier scheint irgendwie so ein Atomkraftwerk zu sein. Das ist ja nicht normal. Es geht um Objekte zu öffnen. Stellen Sie pneumatischen Druck des Regulierungssystems wieder her. Stellen Sie pneumatischen Druck des Regulierungssystems wieder her. Zweimal oder was? Okay, keine Munition notwendig. Was ist das? Mein Gott! Was in aller Welt ist das? Vielleicht eine Energieentladung oder irgendein interstellares Zeichen. Ich weiß es nicht. Doktor, das Zelldirektorium bezahlt Ihnen ein Schweinegeld. Und jetzt erzählen Sie mir, Sie wüssten nicht, was da vom Dach unseres Doms in den Weltraum schießt? Nun, es hat sicher etwas mit der Quarantäneaufhebung von System X zu tun. Aber ich brauche mehr Daten, um... Dann besorgen Sie sich die Daten. Ich will in einer Stunde einen Bericht. An die Arbeit. Okay, armer Wissenschaftler hat ihn wohl auf eine Deckel bekommen, weil er keine Antwort gehabt hat. Aber das ist natürlich gar nicht mal so verkehrt, denn alle Wissenschaftler bekommen mal früher oder später auf den Deckel. Weil sie natürlich nicht alles wissen, aber sie können auch nicht alles wissen. Das heißt, ein Wissenschaftler, die versuchen vieles zu erfahren, aber das liegt einfach nicht ihnen in der Hand, einfach vieles zu erfahren. Okay, hier jetzt ebenfalls benutzen. Haben wir jetzt alles gemacht? Ich hoffe es mal. Okay, irgendwas stimmt mit unserem Nanosuit nicht oder wir haben wieder Visionen. Jetzt muss man darüber gehen. Wie heißt es hier wohl sein ist? Ist? Das will ich gar nicht gerne. Das will ich gar nicht wissen. Es muss auf jeden Fall dahin, aber das ist natürlich die Frage. Wie kommen wir jetzt dahin? Vielleicht hier hochspringen. Hier gibt es natürlich auch eine Leiter. Na, bloß nicht runterfallen. Okay. Wir müssen jetzt darüber springen, nicht so, aber nicht so stark. Okay, so ungefähr. Was haben wir denn hier? Haben wir jetzt wieder die gleichen Schalter? Wir müssen den Druck jetzt wieder herstellen, dass der Nexus jetzt hier nicht auseinanderfällt. Okay, Romeo 1. Schalten wir System X ein für alle Mal ab. Okay. Okay, das scheint jetzt irgendwie... Okay, jetzt haben wir natürlich keinen Raketenlauncher mehr. Nein. Okay, das Ding ist ziemlich schlecht. Ziemlich schnell. Aber auch ziemlich stark. Jawohl, das ist jetzt zerstört worden. Das ist jetzt nach uns natürlich gut. Denn unser Bogen hilft uns natürlich auch ziemlich viel. Okay, wir können jetzt zerstören. Wir kommen jetzt dahin. Okay, von der anderen Seite. Alles klar, wir müssen es auf jeden Fall schnell machen. Wenn ich hier schon solche Geschütze... Oh. Oh, da war ein Laserstrahler. Okay. Hab ja gar nicht gesehen. Dann fahren wir mal hier hoch. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Ort. Die Visionen. Das Energiefeld um System X reizt die mesialtemporalen Areale des Gehirns. Das führt zu Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen. Gelegentlich sogar zu dissoziativen Identitätsstörungen. Ich bin nicht verrückt. Die Visionen sind Vorhersagen, keine Halluzinationen. Wie Sie meinen, Romeo 1. Machen Sie jetzt einfach weiter. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Das ist ja unsere Aufgabe in dem Spiel hier. Aber ich weiß nicht, was es so erwartet. Ich tarn mich schon vorsichtshalber. Okay, wir sind jetzt natürlich auf dem Stützpunkt. Ich sehe mich um. Sicherheit. Was ist das? Nix, das ist ein Tod.
Das war's. Mach die Bastarde fertig. Danke, Prophet. Danke. Heute werden wir unsere Ketten abstreifen. Das ist unser erster Tag in Freiheit. Okay, was müssen wir hier machen? Ich sehe hier jetzt irgendwie keine Wissenschaftler. Ich weiß nicht, wer die ganze Maschine hier betrieben hat. Oder die sind evakuiert worden. Saigo, ich bin drin. Hacke jetzt Cells Ausfallsicherungen. Notabschaltungssystemanfrage. Es muss nur das Ding rausgezogen werden und schon ist das Ding aus. Steuerstab ausklinken, um System zu stoppen. Notfallabschaltung läuft. Umschalten auf Notstromaggregate. Projiziere System X Quarantäneansicht. Was wird jetzt projiziert? System X Quarantäne gescheitert. Was? Nein, so blöd können sie nicht gewesen sein. Nein, sie haben natürlich die ganze Energie von dem Aliens rausgesaugt. Jetzt wissen wir, warum wir auch so diese Vision haben. Der Alpha Chef. Das heißt Selbstzerstörung. Wow. Das war eine harte Landung. Anzug Neustart. Das will ich auch hoffen, dass er jetzt neu gestartet wird. Nein. Die ganze Anlage, die ganze Arbeit einfach so auf einen Schlag vernichtet. Ja. Nicht Nein, so schnell. Haben wir nicht. System X, ihre Energiequelle, war der Alpha Cell. Wow. Nein, das soll jetzt nicht treffen, das muss ich nicht treffen. Nein, unser Anzug. Ich will jetzt unser Anzug nicht verlieren dadurch. Scheiße. Wenn deine Visionen stimmen. Heißt das, jetzt geht die Welt unter? Nein. Es heißt, dass ich jetzt an den Bastard rankomme. Dass ich ihn töten kann. Den Alpha Cell. Das ist natürlich ein großer Alien, der uns natürlich viel Schaden anrichten wird. Oder hat schon bereits angerichtet in den vorigen Folgen von Crisis 2 und Crisis 1. Das hier habe ich aus Cells Datenbanken. Wir haben wohl ihr größtes Geheimnis gelüftet. Diese Kreatur war die Quelle von Cells Energie. Der Alpha Cell. Er ist viel mächtiger, als ich dachte. Aber als ich in seiner Nähe war, sah ich Dinge, die er mir lieber nicht gezeigt hätte. Wenn sie in meinen Kopf können, kann ich vielleicht in ihren und ihre Schwäche finden. Psycho, gibt es hier irgendwo eine Anzugmulde? Ja. In dem Labor, in dem Cell mich festgehalten hat. Wir treffen uns dort in 30 Minuten. Pass auf da drin, Michael. Es gibt Dinge, die man einfach nicht verzeihen kann. Ich werde natürlich auf ihn aufpassen, genauso wie der auf mich. Hoffen wir mal zumindest. Waffen entsichern. Denon Street, Chinatown, New York. 19 Uhr, 29. November 2047. Die Welt sieht hier natürlich nicht besser aus als in New York davor. Aber wir sind ja normalerweise in New York, das heißt... Sind eben angekommen. Verstanden. Rücken den Sektor vor. Alles ruhig. Hörst du das? Hier ist alles sicher. Falscher Alarm. Verstanden. Durchsuchung fortsetzen. Kein sichtbares Ziel. Rücken vor zur nächsten Kontrollpunkt. Muss man sie jetzt töten? Ist da das? Das? Nein, hier ist niemand, mein Freund. Der ist jetzt tot. Das Wasser ist auf jeden Fall ziemlich sauber. Verdammt, wo ist der hin? Der ist weg, mein Freund. Jetzt sind hier noch 4 Zellagenten. Die werden wir auf jeden Fall mal ausschalten müssen. Ich weiß nicht, ob das jetzt derselbe macht oder wir das müssen. Sicher. Hier ist auch alles klar.
Nein, keine Spur von Prophet. Bitte komm. Blacktail Actual, hier ist Blacktail 9. Alles okay bei Delancey 4 Alpha. Rücken vor zum nächsten Quadranten. Over. Negativ, Blacktail 9. Nex hat Red Star Rising ausgelöst. Zur Hölle! Alle Patrouillen werden abgezogen. Red Star Rising, bitte sagen Sie das nochmal. Over. Verstanden. Red Star Rising ausgelöst. Oh nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Was ist los mit denen? Red Star Rising? Was denken die sich? Ich weiß nicht. Scheiß auf Prophet. Verschwind mir! Hey! Was wurde ausgelöst? Das will ich mal gerne wissen. Vergiss ihn, der kommt schon nach. Was zum Teufel wurde ausgelöst? Gut, dass er nicht umgebracht hat. Der hat uns wichtige Informationen geliefert. Schon mal von diesem Red Star Rising gehört, Psycho? Nein, noch nie. Cell kneift nicht so schnell. Finde raus, was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Und wir sehen uns auch am Treffpunkt. Aber Scheiße. In der nächsten Folge von Crysis 3. Du musst alleine zurechtkommen, während ich rausfinde, was los ist. Zellscheinwerfer ausweichen und Weg zum Park finden. Okay, wir sehen uns am Treffpunkt in der nächsten Folge von Let's Play Crysis 3. Bis bald, Leute. Ciao.